In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man die IP-Kamera bedient. Sie ist in diesem Fall per LAN mit dem Router verbunden und bereits in der Liste. Hinzufügen kann man Kameras über das Plus-Symbol in der App. Dann kann diese auch direkt mit einem WLAN verbunden werden, indem man die App einen QR-Code mit den WLAN-Daten erstellen lässt und diesen der Kamera zeigt. Geben Sie die Daten des gewünschten WLANs an. Die App erstellt nun einen QR-Code. Diesen halten Sie vor die Kamera, bis diese reagiert. In unserem Fall, wo die Kamera mit dem LAN verbunden ist, können wir einfach das LAN durchsuchen und die Kamera wird angezeigt. Außerdem kann man manuell die ID eingeben, um die Kamera im Netzwerk zu finden. Mit Klick auf das Wiedergabesymbol verbindet sich die App mit der Kamera, um das Live-Bild anzuzeigen. Sie können bei der Live-Bild-Ansicht die Videoauflösung ändern, was vor allem dann Sinn macht, wenn man eine niedrige Bandbreite hat zur Datenübertragung und dann das niedrigere Signal ein flüssigeres Bild ermöglicht. Innerhalb eines LANs bzw. WLANs sollte die Datenübertragung in höchster Auflösung aber kein Problem sein. Die niedrigeren Auflösungen sind vor allem gedacht für den Zugriff per Mobilfunknetz. Per Tastendruck lässt sich der Ton der Kamera ein- und ausschalten. Außerdem können Sie den Ton vom Tablet und Smartphone zur Kamera hin übertragen, die über einen Lautsprecher verfügt. Ein weiterer Tastendruck ermöglicht die Fotoaufnahme direkt auf dem Tablet oder Smartphone. Kommen wir zu den Einstellungen, den Settings. Da wäre zunächst Date und Time, also Zeit- und Datumseinstellung. Zweiter Punkt sind die Media Settings. Wählen Sie zwischen PAL und NTSC und entscheiden Sie, ob das Bild gedreht werden soll. Die Security Settings. Hier können Sie das Passwort ändern. Network Settings. Entscheiden Sie, ob Sie LAN oder WLAN nutzen wollen und mit welchem WLAN sich die Kamera verbinden soll. Nächster Menüpunkt sind die Alarm Settings. Hier können Sie einstellen, ob ein Alarm ans Handy gesendet werden soll, welche Push-ID mit der Kamera verbunden ist, ob eine Alarm-E-Mail versendet werden soll, ob die Bewegungserkennung im Bild erfolgen soll, ob ein Alarmton erklingen soll, wenn ein Alarm ausgelöst wurde. Und Infrared Switch steht für den PER-Bewegungssensor. Das heißt, wir haben entweder die Motion Detection mit dem Kamerabild oder den PER-Bewegungssensor, um Bewegung zu erfassen. Auch beides ist möglich. In den Record Settings können Sie einstellen, ob eine manuelle Aufnahme erfolgen soll, eine alarmgesteuerte Aufnahme oder eine zeitgesteuerte Aufnahme auf MicroSD-Karte. Um das Gerät scharf zu schalten, klicken Sie in der Kameraliste auf das kleine Symbol. Das Schloss schließt sich dann. Wenn jetzt eine Bewegung vor der Kamera erfolgt, ertönt ein Alarmton und die Kamera sendet zum Beispiel eine E-Mail und eben auch eine Push-Nachricht an Ihr verbundenes Gerät. Erwerben Sie die Kamera auf www.alarm.de.